Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu Geld und Co. Vielleicht gehören Sie zu denen, die beim Fliegen am liebsten noch eine ausgedruckte Bordkarte zum Anlängen haben. Haben Sie gewusst, dass diese Bordkarte hier bei uns in der Region gedruckt wird? Im Wirtschaftsbeitrag später in der Sendung lernen Sie das Unternehmen kennen. Es heisst Printavia und ist in Zwingen daheim. Zuerst geht es aber um eine Frage, die in den letzten Jahren als wie wichtiger geworden ist. Kaufen oder leasen? Was sind Vor- und Nachteile und welche Finanzierung ist die beste? Das klären wir jetzt mit Michael Baumberger. Er ist Leiter KMU-Kunden bei der Basler Kantonalbank. Michael Baumberger, der Begriff Kaufen ist klar. Beim Leasing haben viele nur so eine ungefähre Vorstellung. Wie funktioniert es genau? Nehmen wir am besten als Beispiel das Leasing von einem Auto. Beim Leasing von einem Auto macht man zuerst eine Anzahlung, die kann unterschiedlich hoch sein und hat dann über die vertraglich festgesetzte Laufzeit, beispielsweise 4 Jahre, eine monatliche Leasingrate, die man zahlen muss. Nach diesen 4 Jahren kann man das Fahrzeug nachher wieder zurückgeben. Was sind die Vorteile von einem Leasing? Ich denke, der Vorteil ist sicher, man braucht weniger Geld, also weniger Kapital, das man ins Auto investieren muss. Man hat klare monatliche Kosten und weiss, was das Leasing kostet. Und man kann öfters auch ein Auto wechseln, weil es hat ja eine beschränkte Laufzeit. Jetzt haben wir gehört, was die Vorteile eines Leasing sind. Wie sehen denn die anderen Seiten aus? Was sind die Nachteile? Ich denke, man muss sich sicher bewusst sein, wenn man einen Leasingvertrag abschließt, geht man auch eine Verpflichtung ein. Das heisst, über 4 Jahre, nehmen wir die Beispiellaufzeit, muss ich die monatliche Leasingrate zahlen. Des Weiteren muss ich das Auto Vollgas versichern, dass wenn etwas passiert, dass das versichert ist. Muss in der Regel auch die ganzen Serviceintervall machen, so wie es der Hersteller vorschreibt, und habe eine begrenzte Anzahl Kilometer, die ich zu Beginn abmache, wo ich das Auto nutzen darf. Was ist unterm Strich teurer? Kaufen oder leasen? Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Beim Leasing habe ich sicher Zinskosten obendrauf, wo ich die Leasingrate auch verzins. Wenn ich das Auto nachher zurückgebe, kommt es darauf an, was ist der Marktpreis. Wenn ich das Auto gekauft habe und nach 4 Jahren das Auto mehr Wert hat, als im Leasingvertrag innen ist, oder gleich viel, habe ich die Zinskosten nicht gezahlt und bin mit dem Kaufen günstiger gefahren. Wenn das Auto aber weniger Wert hat, dann ist das Leasing besser gewesen. Wenn jetzt jemand die Monatsrate nicht mehr zahlen kann und sich verschuldet, was passiert denn? Es sollte eigentlich nicht passieren, dass sich jemand verschuldet. Weil genau für das macht man am Anfang, wenn man den Leasingvertrag eingeht, eine Kreditprüfung. Man schaut also, kann man sich die monatliche Leasingrate leisten. Es gibt aber immer Umstände, die passieren können, sei es mit einem Familienzuwachs oder mit einer Arbeitslosigkeit, dass es dann plötzlich knapp wird. Da gibt es entweder dafür Versicherungen oder man sucht dann mit der Leasinggesellschaft eine Lösung. Gibt es eine Faustregel, wenn man leasen soll oder wenn man lieber kaufen soll? Für den Privatbereich haben wir vorher Vor- und Nachteile gesehen. Im gewerblichen Bereich, also für die Unternehmen, kann ein Leasing durchaus eine ideale Lösung sein. Nehmen wir auch hier wieder das Beispiel vom Lieferwagen, sei es für einen Kurierdienst oder für die Handwerker. Wenn die Firma ein Leasing macht, muss sie nicht das ganze Kapital in die Fahrzeuge einsetzen, sondern kann das Kapital auch für andere Investitionen oder Betriebsausgaben nutzen. Und in der Regel kriegt eine Firma über das Leasing auch mehr Kapital zur Verfügung gestellt als über einen reinen Bankkredit. Warum ist das so? Beim Leasing, nehmen wir wieder das Beispiel der Lieferwagen, haben wir einen gewissen Wert hinten dran. Die Lieferwagen haben immer einen gewissen Wert. Und aus diesem Grund kann man der Firma mehr Kapital zur Verfügung stellen, als wenn es ein reiner Blankokredit wäre. Hat denn das Leasing von einer Firma auch steuerliche Vorteile? Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, der jetzt hier angesprochen wird. Der Fahrzeugaufwand, also auch die Leasingrate, kann man als Aufwand verbuchen, also von den Erträgen abziehen. Und somit hat das einen steuerlichen Effekt. Abgesehen vom Kaufen und Leasen gibt es noch ein weiteres Modell, nämlich das Mieten. So kann man zum Beispiel auch ein Auto mieten. Ist das eine gute Alternative? Das ist eine Alternative, die man länger mehr auf dem Markt sehen, wo die Autohersteller oder auch andere Firmen zur Verfügung stellen. In der Regel profitiert man dort noch von einer kürzeren Mietlaufzeit und kann teilweise auch während der Miete das Fahrzeug wechseln. Im Mietpreis ist auch alles inkludiert, außer Benzinkosten.
Und wenn wir hier den Schwenker auch wieder ins Gewerbliche reinmachen und ein Bauunternehmen nehmen, viele Bauunternehmen mieten ihre Kräne während der Zeit, die sie es brauchen, also 4 bis 6 Monate, mieten. Also gut, danke schön vielmals für die Informationen zu den Themen Kaufen und Leasen, Michael Baumberger. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Losgegangen ist es 1991 mit der Produktion von Druckmedien. Die Kunden waren dann schon vor allem Fluggesellschaften und Bodenabfertigungsunternehmen. Heute druckt sie praktisch alles, was zum Fliegen gehört. Die Printavia Aviation AG ist auf der ganzen Welt unterwegs, aber hier bei uns daheim im Laufental. Flugtickets, Bordkarten, Gepäcketiketten, Sicherheits- und Warnkleber. Alles, was man an den Flughäfen so an Drucksachen auf der ganzen Welt sieht, kommt von Zwingen. Etwa 3'000 verschiedene Artikel sind es, die hier produziert und in alle Kontinente verschickt werden. Es gibt keine andere Firma auf der Welt, die alle diese Sachen aus einer Hand inklusive der ganzen Logistik anbietet. Als Firma so ganz ohne Konkurrenz lässt sich's gut leben. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir in diesen fast 30 Jahren mittlerweile stetig haben können wachsen. Das tut sich zum Teil aus Akquisitionen darstellen, zum anderen natürlich auch über Mund-zu-Mund-Propaganda von den Fluggesellschaften oder Groundhändlern, die uns kennen und sogar teilweise auf uns zukommen. Sogar Uniformen werden produziert. Die Printavia hat sich in der Aviatik eine Nische geschaffen, die Monopolcharakter hat. Es ist also nicht der Preiskampf, der das Unternehmen beschäftigt, sondern es sind andere Herausforderungen, die die Firma in dieser ganz speziellen Branche damit konfrontiert ist. Logistik im Bereich Rohmaterial, Beschaffung, Lieferketten, die unterbrochen sind, aber natürlich auch Manpower, gutes Personal zu haben, ausgebildetes Personal zu haben und dem Bedarf gerecht zu werden. Das Unternehmen beschäftigt in Zwingen knapp 40 Leute. Die Hälfte davon in der Produktion, ein Viertel im Büro und ein Viertel im Logistik- und Verpackungsbereich. Hier sind wir in der Spedition jetzt und hier gehen unsere Drucksachen, die wir hier herstellen, die wir hier konsolidieren, in die ganze Welt raus. Und es gibt praktisch keinen Flughafen in der Welt oder zumindest in Europa, der nicht ein Produkt von uns hat. Eine Firma, die Flugtickets und Bordkarten produziert und das im Zeitalter von der Digitalisierung. Was heisst das für die Zukunft? Braucht es die Päckchen, die sie verschicken, bis in ein paar Jahren überhaupt noch? Das ist tatsächlich ein Problem, das Digitale, weil heute hat man ja eigentlich Bordkarten auf dem Handy oder daheim ausgedruckt. Komischerweise machen wir immer noch knapp 300 Millionen Bordkarten. Das wird sich sicher in den nächsten 2 bis 5 Jahren ändern. Ich gehe davon aus, dass die Bordkarten in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht verschwinden wird, aber reduziert angeboten wird. Auf der anderen Seite ist das bei uns ein Produkt von knapp 3'000. Dann ist es so und wir machen mit 2.999 Produkten weiter. Die Arbeit geht der Printavia in Zwingen also nicht aus. Und auch uns gehen Themen nicht aus. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder bei Geld & Co. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Geld & Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank.